Kreativität ist gefragt. Das wird auf der Games Week Berlin deutlich. Denn das Spiel mit den meisten Nominierungen beim Deutschen Computerspielpreis heißt Portal Knights, entwickelt in Frankfurt am Main. Es ist angelehnt an den Klassiker Minecraft, digitale Bauklötzchen, wenn man so will. Man kann sehr viel ausprobieren, man kann total kreativ werden, Sachen aufbauen. Aber das Tolle am Portal Knights ist, dass es auch einen roten Faden hat im Gegensatz zu Minecraft. Das heißt, als Spieler habe ich tatsächlich immer eine konkrete Aufgabe, die ich übernehmen kann und kann mich an der entlanghangeln. Und bin dann nicht quasi, werde nicht einfach in eine Spielwelt hineingeworfen, sondern habe wirklich eine konkrete Aufgabe. Games sind nicht nur nette Unterhaltung, sondern auch eine Schlüsselindustrie, schwärmen die Veranstalter. Das machen vor allem VR-Anwendungen wie die Coastiality-App deutlich, ebenfalls für den Computerspielpreis nominiert. Sie ermöglicht den Vergnügungsparks echte Achterbahnfahrten durch virtuelle Umgebungen. Es bündelt sich alles im Computerspiel, audiovisuell, inhaltlich, narratives, technologisches, wirtschaftliches, Trends, VR-Brillen, Mobile Games etc. pp. Das heißt, je besser es der Computerspielewirtschaft in einem Land geht, desto stabiler ist die Gesellschaft aufgestellt, was die digitale Zukunft angeht. Die digitale Zukunft findet auch im heimischen Wohnzimmer statt. Von den drei hochwertigen VR-Brillen, die zwischen 400 und 900 Euro kosten, haben sich weltweit etwa 1,5 Millionen Stück verkauft. Im Bereich Virtual Reality wird so viel Geld rein investiert, auch von großen Unternehmen, Konzernen wie Facebook. Die geben sehr viel Geld aus, um dem zum Durchbruch zu verhelfen. Ich nehme an, dass wir jetzt schon im Vorfeld des diesjährigen Weihnachtsgeschäftes Produkte sehen werden und auch Spiele, die das Zeug haben zum Massenmarkt. Ein heißer Anwärter erscheint schon Ende Mai. Star Trek Bridge Crew zaubert den Spieler auf die Brücke der Enterprise 2.0. Bis zu 4 Spieler können verschiedene Funktionen übernehmen und müssen zusammenarbeiten, um das Abenteuer im All zu überstehen. Ausprobieren, bevor man kauft, auch das geht auf der Games Week Berlin. Heute Abend wird der Deutsche Computerspielepreis verliehen. 36 deutsche Spiele und Konzepte wetteifern da um Trophäen und Preisgelder von gut 500.000 Euro. Damit ist die Gala Höhepunkt der Games Week, dem Branchentreffen der deutschen Spieleentwickler. Darüber spreche ich gleich mit Let's Player und Spielexperte Peter Smits. Vorher stellen wir ihn aber noch ganz kurz vor. Pete's Meet. Das sind Pete, Brammen, Chris, Jay und Sepp. Wo steht denn das? Sie kennen sich bereits seit der Kindheit und eigentlich sind sie auch Kind geblieben. Ich bin erst im Neuen! Gründerchef und Namensgeber des Kanals ist Pete Smith oder ganz bürgerlich Peter Georg Smits. 2007 gestartet, wird auf dem YouTube-Kanal vor allem gespielt. Allein oder im Team, aufgezeichnet oder live. Es wird kommentiert und unterhalten. So, wenn ich jetzt den Tintenfisch kriege, dann fliegt der Controller in den Bildschirm. Das kann nicht sein! Da ist ein Tintenfisch! Er gehört zu den bekanntesten Let's Playern in Deutschland, hat mehr als 2 Millionen Abonnenten. Der Spielexperte war 2015 auch Mitglied der Jury des Deutschen Computerspielpreises. Und Peter Smits ist bei mir, nimmt erstmal noch einen kräftigen Schluck aus der Tasse. So soll das sein. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Was ist denn so faszinierend daran, anderen beim Spielen zuzugucken? Das ist ja so, wie wenn ich auf dem Sofa sitze und Fußball immer nur angucke. Ja, wer macht denn sowas? Ja, wer das weiß ich auch nicht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Es geht halt in erster Linie darum, unterhalten zu sein. Viele Leute schauen es einfach, weil sie es lustig finden. Wir sind halt ein Freundeskreis aus unserer Kindheit, der halt schon damals immer gespielt hat und auch heute noch spielt. Und wir zeigen uns halt, wie wir halt in echt so sind. Also unzensiert, Quatsch, wie so eine Jugendgruppe halt miteinander redet. Und das finden halt viele sehr, sehr lustig, was ich sehr gut finde. Und das ist einer der Gründe. Viele wollen wissen, wie die Spiele sind, das sind andere Gründe. Also das ist ein bisschen komplexer. Und wenn man ihnen dann folgt, kann man vielleicht auch rausfinden, wie überwinde ich, weiß ich nicht, die Tür, das Hindernis, wo finde ich den Schlüssel und oder den Schatz? Oder nee? Wenn man uns folgt, wahrscheinlich eher nicht. Wir sind nicht besonders gut in diesen Spielen. Also ich glaube, dadurch kommt auch ein bisschen der Unterhaltungsfaktor durchs Versagen, anderen Leuten beim Versagen zuschauen. Ja. Aber wir haben trotzdem immer Spaß daran. Also von Spielen habe ich ehrlicherweise, muss man das auch mal zugeben, überhaupt keine Ahnung. Aber Virtual Reality, ich hatte mal 24 Stunden so eine Brille auf. Ach, hey. Und die Brillen verkaufen sich ja relativ gut. Aber Sie haben schon gesagt, die stecken schon noch in den Kinderschuhen. Ja, auf jeden Fall. Also die
ersten Brillen sind draußen, sie werden gekauft, aber was noch fehlt, sind viele gute Spiele. Also ich habe selber auch 2 Brillen, aber benutze sie nicht häufig, weil die Spiele halt noch fehlen. Und da muss halt noch viel passieren, die Technik muss sich noch verändern. Es ist schwer, es ist unangenehm, teilweise noch. Ne? Ja, also man vergisst jedenfalls nicht, dass man die Brille aufhat, auch weil man hinten noch an so einem Kabel hängt. Ja. Wenn sich das mal ändert, ist das bestimmt noch mal besser zu verkaufen. Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, hat jetzt gesprochen und hat gesagt, Augmented Reality, also erweiterte Realität, ist eigentlich der neue, wie man so schön sagt, heiße Scheiß. Was ist das? Augmented Reality ist in dem Fall, das ist ein gutes Beispiel, Google Glasses. Also wenn ich jetzt in dieser Brille noch Zusatzinformationen hätte, so das ist diese Kamera, das ist diese Kamera, das ist ihr Name, das ist ihr Beruf. Größe, Gewicht. Ja, genau, weiß ich halt so nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich für Facebook super. Aber dass man einfach die echte Realität sieht und dazu dann noch zusätzliche Informationen bekommt. Wenn Sie spielen, Sie haben sehr viele Zuschauer, jung wie alt. Tragen Sie auch eine gewisse Verantwortung eigentlich? Sicherlich, auf jeden Fall. Verantwortung ist immer da. Das ist halt ein ewiges Problem für uns, weil wir ja gestartet sind als Freundeskreis, der eben halt macht, was er will. Mhm. Aber man dann doch bemerkt, dass wenn man etwas sagt, das halt viele mitbekommen. 2 Millionen Abonnenten. Genau, richtig. Ja. Und wir versuchen uns aber ein bisschen von dieser Idee immer zu entfernen. Immer nachzudenken, okay, da gucken jetzt Hunderttausende zu, weil sonst wird man selber dann irgendwann öde, weil man halt nichts mehr sagt. Deswegen. Heute Abend ist ja auch die große Preisverleihung. Es gibt eine Unsumme, also wirklich viel Preisgeld für 36 Preise. Was muss ein Spiel haben, dass es in Zukunft wirklich den Markt auch erobert? Es muss in allererster Linie unterhalten. Das ist halt in Deutschland, ist das noch so ein bisschen, ja, Hauptsache es ist irgendwie, es bringt den Leuten was bei oder so. Nein, Spiele müssen in erster Linie unterhalten. Und beim DCP ist toll, ist ein Förderpreis. Wir sind keine besonders große Branche in Deutschland und da kann auch noch viel passieren. Da hilft der DCP und das finde ich auch sehr gut. Also, wenn wir bei Unterhalten sind, dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute mit uns unterhalten haben. Wir sind ja, Mitri und ich, so viel Zeit muss noch eben sein, große Fans von Pac-Man und Donkey Kong und so. Kennen Sie das überhaupt noch? Ja, natürlich. Natürlich ist natürlich. Es fantastisch. Ja, finden wir auch. Heute Abend wird der Deutsche Computerspielpreis. Ja, Mitri und ich, so viel Zeit muss noch eben sein. Große Fan und so. Kennen Sie das überhaupt noch? Ja, natürlich. Natürlich ist es fantastisch. Ja, finden wir auch.